Ferros in Zu's Hob. Und wir haben ja beim letzten Mal diesen Durchgang hier freigeschaltet. Da geht es auch gleich weiter. Hier sind noch so viele Fragezeichen. Ich würde sagen, über uns ging die Tür wieder zu. Abhängig plus 2, vorbildlich plus 30. Okay. Interessant, dass jetzt die ganzen Ausrufezeichen weg sind. So bewegst du dich Okay, nicht. wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie. Was Oh, ich sie. glaube, wir sind schon da. Kila, was ist das? Das Ding Wir ist werden riesig. größere Waffen brauchen. Sabba, sabba. Eindringlinge. Jeder eurer Schriftfühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem Fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Okay. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Sehen. Noch ein paar davon und das Ding hat echte. Wir müssen das Ding töten. Und ich will das gar nicht.
Die hier sind immer noch Richter. Haben wir auch immer. Was haben wir denn hier? Aufgestiegen. Sehr schön. Viele davon. Naja. So, hier ging es doch irgendwo rein. Mal durch die Meute durch. Ganz viele Bäume.
Ich fühle mich ein bisschen vollgesabbert. Jetzt weiter. Habe ich irgendwo was übersehen? Ja. Oder? Geht's denn da weiter? Anscheinend ja. Ich dachte, hier würde es nicht weitergehen. Zurückgezahlt. Ah! Da? Ja, noch keine Ahnung, wo der war. Du. So dunkel und düster hier. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend, so kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache. Das Einfluss ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich.
Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Mhm. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Warum versuchten die Getan, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert, als sie starb zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen etwas kränklich aus, Shepard. Vielleicht sollten Sie zu Normandy zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Okay. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Trophäe erhalten. Heldenmedaille.
Okay. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Leben Sie wohl, Xian. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier die ganzen Questdinger nochmal kriegen. Jetzt ist hier die Tür auch wieder offen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich kann wieder frei denken. Dank Ihnen haben wir jetzt die Chance, von Neuem zu beginnen. Wir haben immer noch ein Lebensmittelproblem, aber das werden wir in den Griff bekommen. Ich habe den Waren getötet, der mir als der Älteste erschien. Den Rest überlasse ich Ihnen. Das ist ja großartig. Warenfleisch schmeckt zwar abscheulich, aber ohne die Geht kann ich eine Jagd organisieren. Danke, dass zumindest Sie uns nicht im Stich gelassen haben. Ich muss jetzt gehen. Hier, bitte. Okay, naja, vorbildlich plus 8. 16.500 Münzen ist das schon mal nicht so schlecht. Aber was haben wir denn hier noch? Endlich ist das verdammte Ding nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann wieder schmerzfrei denken. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Immer her mit der Knete. Wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Hat sich ja gelohnt. Ich kann wieder schmerzfrei denken. Danke. Dank Ihnen haben wir eine zweite Chance. Endlich können wir uns wieder normalen Problemen widmen. Zum Beispiel dem Problem der Wasserversorgung. Die Wasserversorgung steht wieder. Tatsächlich. Dann muss ich die Relais wieder aktivieren. Danke für Ihre Hilfe, Commander. Hier ist eine kleine Bezahlung für Ihre Mühen. Sehr schön. Das freut mich sehr. Bin mir nicht sicher, war hier nicht noch irgendwo eine? Sieht nicht so aus. So, mal auf die Karte. Ne, sieht so aber aus. Dann mal auf Richtung Normandie, würde ich sagen. Hat sich ja richtig gelohnt, der Planet. Gab auch einiges zu tun. Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lange her. Ah, das kommt mir bekannt vor. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Es braucht nur eine Weile, bis... Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ah!
meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sie müssen doch irgendetwas gesehen haben. Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh, diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Okay. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exogeny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass Sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht taten Sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten Sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Ich habe die Mission zu keiner Zeit vernachlässigt. Sehr gut, Commander. Ihr Primärziel ist, Saren aufzuhalten. Alles andere ist nachrangig. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Mhm. Na dann. Ja. Dann passt das ja eigentlich. Und das war's dann auch für die Runde. Mal schauen, wo es dann beim nächsten Mal hingeht und was für Missionen noch auf uns warten. Ich bedanke mich fürs Schauen. Freue mich auf die nächste Runde.